Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hearthstone und heute gibt es wieder einen Rumble One. Und zwar haben wir zur Auswahl. Okay, Healing Enemies, Damage them and Seed, Double Spells oder Druide. Das ist, whenever you gain armor, refresh your mana crystals. Okay, da, ich schätze mal, die Theorie hat sich damit erübrigt, weil auf Reddit stand eine Theorie, dass die ersten beiden Shrines zur Auswahl stehen, random sind. Und der dritte ist immer der Schrein, gegen den man verloren hat. Wenn natürlich gewinnt durchgehend, hat man natürlich dann eine Auenwende, aber wenn man verliert, kriegt man quasi da als dritten Schrein denselben Schrein angeboten. Ist stark, er war auch stark, aber ich habe trotzdem, irgendwie habe ich Bock auf den Schurken mit den Doppelspells. Whenever you gain armor, refresh mana, das ist halt sick. Aber doppelte Spells ist geil. So doppelt Akademik ist Spionage, ne? Und vielleicht gibt es ja heute beim 8er Kampf, wenn ich da hinkomme, dann einen anderen Gegner anstatt den Druide. Ja, gut. Ich bin nach welchen brauchen, weil der Kampf eh nicht so lange dauern wird. So, was ist der hier? Every cast a spell on a friendly minion, cast it. Cast a copy of it on this one. Okay, den mache ich also gleich schon mal kaputt. Oder mache ich jetzt direkt schon kaputt? Don't do this. Don't do this. So. Kaputt ist der Schrein. Reporting for duty. Ne Coin, not bad. Geh ich noch in Waffe rein, mach den weg. So, wenn jetzt Sinister Strike hier hab ich Liesel. Perfekt. Zack. Und nochmal. Zack. Deswegen ist halt Double Spells sind auch geil. Oder wenn ich dann halt so ein Fan of Knife ziehe mit Spell Damage, dann doppelt. Kann schon ein kleiner Flamestrike werden dadurch. So, choose your loot. Okay. Ein Spell, der kostet dann mal eben 6 weniger, okay. Das ist halt. Aber Burger klingt halt auch voll fett. Ich glaube, ich gehe mit Burger. Weil wenn ich dann von der Gegnerklasse Spells kriege und die dann doppelt gecastet wird, ist dann noch geiler eigentlich. Und generell alles, wo du Karten von der Gegnerklasse bekommen kannst, random, kann ziemlich viel Value drinstecken. Loti, aber diesmal mit einem anderen Schrein. Ah, bald ich mal so. So, was hat der hier nochmal? Okay, at the end of your turn, gain attack equal to your hero's attack. I don't care. Na gut, dann ist jetzt ein 2-7er, ne? Oh. Also, aber damit wir jetzt mal den Schrein gleich kaputt machen. Einfach spielen, damit was gespielt ist und der gebufft wird. So, trade, naja. Gut, aber was der kann ich schon lange. Weil ich mache dann jetzt den Schrein auch kaputt. Ja,
Na gut, hat er keinen Attack, ne? So. Ah, Blind Fox. Nourish. Alter, Nourish. Tut mein Schreiner quasi den Effekt, den ich mir auswähle, doppelt triggern? Ja, oder? Könnt's ja ausprobieren. Und dann könnte ich mir jetzt total hochcasten, was Mana angeht. Oder dann müsste ich jetzt 9 Mana-Kristalle insgesamt haben und 4 verfügbare. Ja, voll geil. Draw Card. Den mache ich, glaube ich, weg. Kann ich aber auf die coole Weise wegmachen, warte mal. So. Zack. Ja, Double Spells ist was Feines. Vor allem jetzt einfach 10 Mal. Ich habe jetzt gleich 10 Mana und er hat nur 5 Mana. Voll geil. Ich brauche Card Draw. Geomancer nehme ich gerne. Ah, dann kann ich sogar noch Coin und noch Espionage. Ja, also ich glaube, ich werde nicht fatigen. Aber warte mal. Hat er mir gerade nur... Shovel 10 Cards. 13... Wie viel? Ah, jetzt! Das hat nicht geladen gehabt. Okay. Hab ich schon gedacht, so, hat es nur eine Kopie reingeschaffelt. Aber nee. So, gib mir mal einen random Card. Double Ultimate Infestation. Was los, Junge? Ja. Ist das schon irgendwie... Alter. Vor allem, was für gute Karten ich habe durch Arcanic Espionage. Ja, ich... Also den werde ich auf jeden Fall noch fertig machen, das ist, glaube ich, klar. Oh. Ja, tschüss, Fendril. Non 5-5, danke. Na, Hadronax, warum nicht, ne? Ich hätte gerne noch einen Malnoren. Wobei mein Board ist voll, oder? Nee, doch. Egal. Guck mal, ich lasse dich sogar Karten ziehen jetzt, ja? Maximal BM, Junge. Das hilft ihnen halt alles nichts. Victory! Alter, ich habe ja voll die Value-Karten gehabt mit Espionage. Ah, das Doubled in all die mit Infestation war eh noch das Beste. So, was gibt's hier? Ah, du cast a spell, draw a spell from a deck, it costs 2 less. Okay. Immune, start of game, draw this. Warte, immune? Das ist ein Minion. 3 Mana, 1-1, was durchgehend immune ist. Wenn man den gebufft bekommt, ist natürlich sick. If you hold any cards that didn't start in your deck, reduce their cost by 4. Mm.
Ich habe halt nichts zum Buffen, deswegen ist der nicht so geil. Gut, ich habe Espionage und sowas, aber das ist trotzdem gute Stats. Tricks of Trade nehme ich da. Malakas. Okay, und dann den Spell Damage. Schreien. Ich nehme mal die für Spell Damage. Also den für Spell Damage und den für Play Turn 1. Play. Zack. So, Double Hallucination. Dangi. Ja. Random Potion, ja. Sinister Strike, alles klar. Mit Spell Damage direkt mal. Easy Face Damage. Ha, sogar einen recht guten Spell, Alter. Zock. Obwohl, ich hätte einfach Face gehen können. 8 Damage Face. Wäre vielleicht sehr cooler. Ja, der interessiert mich nicht, der Lowwalker. Was aber cool ist, nächste Runde doppelte Arcans Missiles mit Spell Damage, wenn es so bleibt. Na gut, auf mein Schreien wahrscheinlich, ne? Nein, nicht mal. Das ist der Sieg, Alter. Da, da. Easy Liesel. Bam, boom. Double Spells ist was Feines. So, was gibt's zur Auswahl? Oh. Burgle, noch mehr. Ja. Da kann ich dann auch wieder Kombos einstellen. Das mache ich meine Spells, die ich nicht haben möchte. Abende mit Linien Voss und dann reduzieren mit den zwei Karten, die ich habe, die die Dritten Stadion nur Deckkosten verringern. So, da kann mein Feind, mein Minions jetzt Schaden machen und mir anstatt heilen. Spell Damage legen. Ah, das wird natürlich nicht durch Spell Damage gebufft. So, Blink Fox into. Ah, akzeptabel. Also er hat mit dem den getötet. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie er den getötet hat damit. Mach ich mal so. So, dann rein damit und dann kriegt der jetzt plus 8 Attack. Mein Schrei, ne? Ja. Double Academic Espionage. Face is the place.
Ja, okay, das ist natürlich jetzt eine gute Kombo von ihm. Oh, noch lebe ich, alles kein Problem. Hallucination will mir gerne für meinen Schrei nochmal aufheben. Und falls er jetzt zu krass sein macht, kann ich ja immer noch Betrayal machen. Ein Mana! Free vom Ember, ja, nehme ich gerne. Ja. Ein Mana, 12-12. Seems legit, Junge. Ah, hier schon drauf. Der will ja jetzt wohl kaum fertig machen. Das geht? Darf ich mal bitte verstehen, wo da die Synergie besteht? Restore a minion to full heals. Okay. Aber mein Deathwing hatte 12 von 12 Leben. Das heißt, es wurde 0 Leben restored. Warum zählt es dann als minus 12 Damage auf mein Deathwing? Logik? Nicht vorhanden. Oh gut, die Münze zählt ja jetzt doppelt, ne? So. Reduce the cost. Heilen. So. Dann macht der Demon kaputt. Zack. Und nochmal. Zack. So, und was passiert, wenn man den Schrein silenced? Okay, die gehen dann kaputt. Das ist gut zu wissen. Wahrscheinlich funktioniert es dann genauso, wenn ich als Schamane so ein Frog-Spell habe, dass der dann kaputt geht einfach. Und was kommt raus für ein Random Legendary Minion? Ja, immerhin 5-5. So. In Ordnung. Und jetzt habe ich Liesel mit Holy Fire ins Gesicht. Zack. Buyakasha. Den kenne ich schon. Habe ich schon einmal. Battlecry and Deadwell. Steal a card from your opponent's hand. Karten klauen vom Gegner ist immer gut. Sprint könnte 8 Karten ziehen. Mimic Pot. Die hier sind halt total viel Value, wenn ich die mit meinem Schrein trigger. Deswegen muss ich die nehmen. Muss natürlich jetzt gucken, dass mein Schreiner halt auch immer überlebt. Damit ich das Value rausziehen kann aus den Karten. Das war doch Summon a Random Demon, wenn der was discard, ne? Alles klar. Betrayal auf jeden Fall aufheben. Wer weiß, was für scheiß Random Dinger jetzt da rausbekommt.
Ja. Das Sacrifice Quest. So, machen wir hier einfach mal Spell Damage. Okay, es geht ja noch. So. Wobei, jetzt macht er ja meinen Schrein kaputt, ne? Ja. Aber er discardet nichts, das ist natürlich gut. Dann mache ich jetzt erstmal seinen Schrein kaputt. Demon Heart, deal 5 Damage to Minion. Ja gut, aber der hat ja meistens jetzt so ein Demons fast da, oder? Ja gut, das ist jetzt kein Demon. Soul Warden. Ist gut, dass er die geburnt hat. Komm, was glaube ich ihm? Okay. Ah doch, er spielt noch ein Spell. Dafür hätte die KI hätte dafür nicht den spielen müssen. Einmal hat er es so oder so gehabt. Hätte der noch gehabt. Cataclysm! Spiel ich bestimmt nicht. Nein, danke. So. Mein Schrein lebt auch wieder. Das ist schön. Spirit of the Bat. Aber dafür 5 Minuten Dice gibt per Minute in your hand plus 1 plus 1. Oh. Der ich halt gerne Spell Damage hier drauf und Sinister Strike. Das ist ein Demon, oder? Ja. Das heißt, das auf keinen Fall drauf spielen. Discarded habe ich nicht, das heißt, wenn nur 6 Mana 5-5 wäre. Spirit of the Bat. Und dann den Schrein wegmachen. Und ich lasse jetzt sogar mal zwei Karten discarden, einfach damit ich zwei Karten ziehen kann. Deswegen, der hat einen Deadwing gehabt, alles klar, gut, dass er weg ist. Doomguard ist auch gut, dass er weg ist. Und Sinister Strike for Face Damage. Ich habe natürlich seine Quest auch vorgeschrieben auf 5 von 6, aber das soll erstmal egal sein. Gut. Mein Schrein lebt immerhin noch. Und ich kann seine Quest discarden nehmen. Ist natürlich schon sick, die Quest zu discarden von ihm einfach. Ja. So. Void Terror. Oh, Face is the Blaze. Ja, komm, spiel ich trotzdem noch hier den 6-6er draus, Mann. Mach hier mal Betray, dann ist er weg und Demon hat da drauf, weil es halt kein Demon ist gerade. Soul Warden kann ich Rectoraden und dann Face und dann Tempo Play einfach. Mm-mm-mm-mm.
gibt's halt nichts. Das hätte er andersrum machen müssen. Karte ziehen mit Heldenfähigkeit und dann was discarden. Dann hätte er wenigstens Minion rausgezogen. Aber ist halt Blizzard AI, ne? Ja, auf jeden Fall den Schrein wegmachen. Den 3-2 wegmachen. Ja, dann Tempo Play. Wenn ich so lieber mal einen Schrein wieder, dann kann ich Doppelt Hallucination spielen into Eternal Peddler. Ja, Dunga ist natürlich nice für ihn. Na, na, na. Das ist natürlich auch eine super Value Karte hier jetzt dann. Aber Hallucination erstmal. Hm. Sind alle nicht so geil. Nämlich sogar eher die für random 4 Damage an den Gegner. So. Batz. Passt doch. Na gut, damit habe ich gewonnen. Jetzt will ich mal ein Tisselty Doppel spielen. So, ich krieg jetzt. Okay, es funktioniert dann auch so, wie ich mir jetzt gedacht habe, da ich dann quasi eine Karte ziehe, die wird mir zweimal kopiert und dann nochmal eine Karte ziehe, die wird mir zweimal kopiert. Das heißt, ich kann mir jetzt auch voll viel Mana durch die Münzen. Hab noch einen Mimikpot, den ich aus Spaß spielen könnte. Ey, wie viel Scheiß man hier machen kann mit Double Spells. Oh, fertig damit. Zack. Easy. Victory. Choose your loot there. Dead Rattles, ja. Burger wäre halt mal wieder voll sick. Ich werde jetzt schon sehen, wenn ich zum letzten Kampf komme, das wird total random sein, ob ich überhaupt eine Chance habe oder keine Chance haben werde. Vor allem, wenn ich jetzt early meine Hallucinations immer ziehe, wäre es voll sickes Value. Ein Mana, zwei Karten discovern. Die sind alle zu langsam, eindeutig. Einmal Hallucination und Burkle. Natürlich sehr nice. So, was macht seine? This minion attack is always equal to your armor. Okay. So, erstmal discovern. Brauche ich nicht. Ist auch eher weniger gut. Donner und Show fürs Late Game. Explore und Guru. Nein, danke. Und dann wäre es hier tatsächlich die Walküre einfach. Mach doch keinen Explore und Guru, Alter. Warte mal, Explore und Guru wäre eigentlich voll geil gewesen. Das wären ja Spells gewesen, wenn die auch jedes Mal Alter, okay. Merken, das nächste Mal muss ich Explore und Guru auswählen, wenn es geht. Oh. Spellstone. Zack. Alter. Value. Okay, hat natürlich jetzt meinen Schrein kaputt gemacht, aber ich habe erstmal genug Karten jetzt. So, jetzt discard ich natürlich einer, aber. Also Overthrow ich. Okay.
jetzt natürlich ein 6-7, ist nicht so geil. Ich spiele die Waffe, damit ich in seine Rüstung ein bisschen runter traden kann. Also den Nation würde ich mir gerne aufheben. Alles klar. Alter, der hat ja durch meinen den Space Zone voll abgequält jetzt. Voll geil. So, ich habe jetzt hier auch wieder Double the Spells. Immer 10k, ne? Das heißt, das kann ich nicht machen. Taunt? Ja. Ah, hätte schlimmer sein können. So, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe das meiste Value drin, wenn ich jetzt 10 wegtrade. Und damit jetzt 6-5-5er mache. Weil die muss ja jetzt mal wegbekommen. Oder NASA. Und She Slam. Gut, alles klar. Ich spiele Whatface als Board mal. Und dann kommen die erstmal weg, beide. Also sieht eigentlich recht gut aus jetzt wieder. War vielleicht anfangs ein bisschen holprig, aber. Gut, mit 4 Attack kann er keinen Overkill machen. Aber er kann zumindest so einen wegmachen, okay. Ich kann mir jetzt ein gratis Free Legendary Minion holen, ne? Ah, 37 immerhin. Und ein Handschuh-Buff auf. Den sollte Looter, okay. Ich tue sogar einmal Hallucination, glaube ich, spielen, weil ich eh viel zu viel Karten auf der Hand habe. Ja, den hier, weil er doppelt zählen kann. 6 Armor, 6 Damage. Immer noch kein Overkill. So, Schrein ist back in business. Damit könnte ich gleich voll viel Value holen. Boomship. Alter. Ja, auf jeden Fall den weg. Rüstung verringern. Spiel ich auch, damit er einfach wieder keine Rüstung hat. Und nimm mal 2 Karten. Sieht doch voll gut aus. Immer noch kein Overkill. Ja, Schrein kaputt, aber das interessiert mich nicht. Ich habe immer noch 24 Damage auf dem Board. Gift him Rush, ne? Wenn jetzt hier zwei Spellzeuge auf dem Board kommen, habe ich Liesel. Oder eventuell. Eine. Also ja, ich war eh vom Board sehr begrenzt. Aber wenn der jetzt da reingeht. So, habe ich hier. Ne, 5, ne? Ich wäre immer noch off. Aber was soll schon großartig passieren? Aber ganz ehrlich, ne?
Wie soll der jetzt noch zurückkommen? Großartig. Ja, der muss das Boot jetzt komplett klären, aber auch. Tja, hat er nicht geschafft. Heißt, es ist Liesel. Rein aus Interesse, was käme raus, komm. Petless, alles klar. So, Sieg. So, upgrade your shrine. That will cards in your hand cost two less, wenn meine Schrein stirbt, okay. Windfall Blessing. Your shrines have that will give minions in your deck plus one plus one. Ja gut, aber ich habe schon ein paar Minions, aber meine meisten Minions sind ja darauf ausgelegt, dass sie mir random Karten geben. Your shrine have that will draw cards until your hand is full. Also ich glaube, das mit Cost to Less. Also ich glaube, das hier werde ich am wenigsten. Würde ich am wenigsten Value drin sehen gerade. Entweder das mit Cards Cost to Less oder meine Hand wird halt voll gezogen. Also meist meine Karten ist halt auch drauf ausgelegt auf Card Generation. Also wenn meine Hand dann voll ist, ist natürlich scheiße. Vergünstigung wäre, glaube ich, das Way to Go. Und halt wieder Burgle, würde ich sagen, oder? Ja. Sulchin. Wahrscheinlich hat er jetzt seinen komischen Secret-Schrein, wo er Secrets ganz viele ausspielen kann mit. Ja. Sulchin. Komplett neu, bitte. Sehe ich es gerade richtig, dass durch mein Schreien selbst dieses Gewählte, dass meine Karten weniger kosten, wenn ein Schreien zählt, auch doppelt gewirkt wurde. Das heißt, wenn mein Schreien stirbt, kostet meine Karten in der Hand viel weniger. Das ist wirklich sick. Okay, Swash Burglar. Was gibt's? Misdirection. Ja, okay. Kann mir leider halt nicht doppelt wirken, Secret. I'll cast a spell. Put a random spell, ja. Into play. Snipe. Ja. So, und das andere ist ein Freezing Trap. Ist sogar geil, dann kriege ich eigentlich nochmal Value aus dem Swash Burglar raus. Für den Mimic Pot. Eine Red Trap. Cheesy. Na, jetzt kann er mit der Hero Poker natürlich meinen Schrein kaputt machen. Er tradet aber, das ist mir auch lieber, ehrlich gesagt. Alter! Die Hand! Meine Hand ist ja fast komplett gratis. Ja, gib mir mal Kopien. Ja. Mr. Rector spielen, Swash Burglar spielen. Ja, warum nicht, ne?
Soll ich Lilian Voss spielen? Ich meine, ich verliere ein Kultblot und ein Thistle-T. Na komm. Crushing Walls ist nice, play that, raw. Ja, kann ich mit solche Loot doppelt kombinieren. Flare ist auch mal zwei Karten ziehen wenigstens. Das sind Team Dead Bad, Junge. So, Misdirection ist nur, wenn er mich direkt angreift, ne? Ja. Shaku. Ist es ein Freezing? Ein Snake Trap. Zack, zack, zack. Warte mal. Oh mein Gott. Das ist ja voll gut. Ich habe ja vergessen, dass Flair auch ganzen Gegner sie kurz zerstört. Das war ja voll wert, die zu wenden zu bekommen. Ja, ich spiele ruhig so viele Sequels, wie du willst. Wow, das war jetzt echt scheiße, Misdirection. So als erstes. Richtig, ja. So, wenn es jetzt kein Snipe ist. Perfekt. Mach ich beide Minions kaputt. Eins, zwei. Oh, Leute, ich hätte mir keinen auch damit verkünstigen können, ne? Egal. So ist es für mich am besten eigentlich. So, alle Sequels mal bitte weg. Oh, ja. Das ist egal. Es tut zwar weh, aber jetzt kostet halt alles mal viel weniger. Das ist mega sick. Ich kann jetzt so viele Sachen aufs Board legen, einfach. Und der hat nicht mal mehr Karten auf der Hand. Junge, das ist sowas von GG. So, wir greifen mit Anna City Haske an, falls es Freezing ist. Das ist ein Bad Trap, ja, das ist egal. Also den besiege ich auf jeden Fall noch. Wo er natürlich jetzt wieder ein paar Zyklus hat, Alter. Gerade Obsidian Shard, ja, Discovern. I. Face Damage ist es. Zeus habe ich keine. Nehme ich auch trotzdem mal. Burgle. Ah, ich könnte mich in der Stalker Wexer verhandeln. Just for the Lost mache ich es einfach mal. Zack. Freezing wahrscheinlich, nee, Venom Strike Trap. Evasion Coin, nee, mach ich so. So, wahrscheinlich noch die Secrets, wenn ich den Helden angreife, Misdirection oder sowas. Oder Wandering Monster. So, wenn ich jetzt so angreife, kriege ich Spell Damage von dem. Jetzt wahrscheinlich noch Misdirection, oder? Nee. Können es gar nicht mehr, können sogar gar nicht sein mehr. Dartrap, Hidden Cache oder. Ja, gut, jetzt wieder mehr. Ist auch egal, wir haben gewonnen quasi. Ich greife mal mit meinen Helden erst an. Wir haben gewonnen.
Ja, komm, gewonnen. Das war mega sick. Diese Runde war mega sick. Wenn ich jetzt beim Endboss auch noch so viel Glück habe. Natürlich mega fett. So, jetzt die letzten Karten. So, die sind mehr so Piraten. Piraten habe ich jetzt nicht so viele, außer den Swashbuckler und wahrscheinlich noch irgend so jemanden. Und das Dame-Tage, das heißt, damit kann ich so oder so nur einen Gegner zerstören. Aufstieg wäre Card War, Sprint wäre auch Card War, aber das wäre fast schon zu viel Card War. Sonja und Weißbeins könnten am meisten Value haben. So, und gegen Schamane, Stufe 8. Wer weiß, vielleicht werde ich ja auch hier ein DK bekommen und sowas. Ich sag mal nicht nein zu der Hand. So, das weiß, Spells kosten weniger bei dem, ne? Ich könnte in Dushaku direkt mal callen. Mach ich, glaube ich, auch direkt. Ne, das war Battlequise. Oh, fuck. Zum Glück lebt er noch. Achso, ne, nochmal. 9 Damage. Stimmt, 2 Additional Times. Das heißt, jeder Battlequise, den er spielt, wird auch insgesamt 3-mal gespielt. Ja. Ich hätte vielleicht eher auf den Schrein gehen soll, ne? Schrein mit Waffe wegduellen. Ups. Ich meine, ist ja nicht overloaded. Ich hätte den wegmachen sollen. Ich meine, wenn mein Kahn ist günstiger, um 4 Mana. Das heißt aber, ich werde auf jeden Fall ihn spielen. Krieg eine Aya Black Power, okay, und mal jetzt zeige ich den, weil der Schrein muss auf jeden Fall kaputt sein. Ist sonst zu viel Value für ihn. Und Burgle würde ich ganz gerne. Eigentlich noch ganz gerne. Also die Runde kann ich eh nicht spielen. Das heißt, falls ich spielen muss, nächste Runde mal was Gutes passiert, werde ich spielen. Aber ansonsten mache ich natürlich Burgle in Zusammenarbeit mit Schrein. Unstable Evolution. Oh fuck, Alter. Ein Mana um 2 Stufen teurer. Sick. Nee. Ich warte noch eine Runde. Ich muss ein bisschen Quidditch spielen, aber das wird es wert sein, hoffe ich doch. Das triggert auch nur einmal zum Glück. So, erstmal das 0 Mana Burgle. Gut. Dann mache ich einfach, glaube ich, den 5-5er mit Combo weg. Sein Schreiben lebt jetzt wieder, ne? Ja, das heißt, ich muss jetzt. Könnten schlimme Dinge passieren? Manet, dann ist. Es ist noch aushaltbar, ja? Vor allem, weil ich jetzt erstmal hier. Den hier machen kann. Okay. Ich muss auf jeden Fall den kaputt machen. Ja, so. So, das macht er nämlich wahrscheinlich mein Schreien weg.
Er tut damit auch direkt meine Karten alle vergünstigen, was sehr super geil ist. Oh, Double Gangster. Hat er Evolution? Scheint nicht so, aber hat er bestimmt irgendwo im Deck. Deswegen, ich brauche jetzt was für Massen-Spell-Damage. Volcano. Perfekt. Weil der hat safe irgendwo irgendwas zum für Evolution da drin. Und das wäre viel zu gefährlich. Deswegen erstmal jetzt hier so weitermachen. Und in 1-1 kann ich nochmal transformieren. Obsidian Shard kann ich spielen für Face Damage. Ja, lass ich so mal. Das ist der. To the Enemy Hero. Den kenne ich gar nicht. 2 Mana, 0, 2 Totem. Okay. Also die Karte kenne ich. Die habe ich noch nie gesehen. Interessant. So, mein Totem braucht noch eine Runde. Wir müssen auf jeden Fall das Board mal clearen. Davon kriegen wir einen 5-5er. Ich werde halt auch wieder alle, fast alles geiler, wenn ich doppelte Spells habe. Ja, aber ein Paddler kann ich ruhig mal spielen. Waffe will ich nicht wegmachen. Es sieht aber ohne Scheiß. Ich glaube, ich gewinne die Runde. Was soll denn jetzt noch großartig passieren? Ja, die Axt ist komplett egal. Okay, das war jetzt ein Bot Clear. Hallucination. Liebend gerne. Ich könnte damit ihn triggern lassen, tatsächlich. Tonus habe ich keine. Riesammelndes Minion. Ich hab mega sick. Lol. Okay. Ich glaube, das wird maximal Shenanigans hier gemacht jetzt. So, maximal Board aufbauen bitte. Deadwell habe ich keine. Bald ich aber trotzdem mal so auf dem Board. Alles erstmal einmal machen. Ja, das ist mega sick. Okay. Den kann ich ruhig weitermachen. 6-5 wäre okay. Ah, 6-6. Boundwreck, ja geil. Und jetzt mache ich noch Elemental, damit ist nächste Runde Kalimus für Notfall getriggert. Und jetzt mache ich einfach Double Everything is Awesome. Und kann dadurch dann noch den wegdrehen und den Schrein wegmachen. Easy Game. Ohne Witz. Selbst ein fucking Volcano wäre mir jetzt total egal. Es ist einfach, ich habe gewonnen. Was will denn der jetzt so großartig machen dagegen? Wie verzweifelt jetzt zu noch versucht, den Torn wegzumachen ohne Erfolg? Ja, 6 Damage. Howdy! Ah ja, trotzdem mal den weg, ruhig, ja.
Guck mal, ja, jeder Damage-Punkt zählt, ja. Kappa. Funktioniert er jetzt eigentlich? Hat er echt keine zweite Drops im Deck? Tatsächlich. Finde ich natürlich interessant. Aber es wird scheißegal. Aber wenn er es Anfang gehabt hätte, dann wäre es sick gewesen, weil dann wären alle seine Minus plus 3 gewesen, theoretisch. Aber egal, ich habe gewonnen. Easy going. Bam! Victory! Dum, 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 dum! Rastakhan Swumble cleared! Und da ist der Cardback. Okay, ist interessant. Das heißt, man muss theoretisch nur einmal durchkommen, kriegt schon ein Cardback. Trotzdem werde ich natürlich noch gucken, da ich mit den anderen Schreien das spiele, weil der Modus macht mal wieder Bock. Sag ich mal, Boomstay fand ich jetzt nicht so geil, aber das fand ich jetzt doch wieder etwas geiler. Vor allem jetzt am Ende mein Schrein immer voll OP, Alter. Weißt du, mein Schrein stirbt und ich würde im Endeffekt meine Karten um 4 vergünstigt bekommen, alle. Das ist mega geil. Respekt für den One, Alter. So, Beck. Hartzorn hat sich aufgehängt anscheinend. Nee, doch nicht. Alles klar, und wir sehen uns das nächste Mal. See ya.